als Prototypen in zwei verschiedenen Größen an. Bei dem getragenen Modell handelt es sich um einen Schlauch mit einem Durchmesser von 3,5 mm als normale Nasenbrille. Das in der Hand gezeigte Modell hat einen Durchmesser von 5 mm für Durchflussraten bis zu 8 Litern pro Minute. Der Schlauchanschluss passt an alle gängigen Systeme. Zu Sterilisationszwecken kann man die Silikonnasenbrille in kochendes Wasser einlegen. Die Silikonnasenbrille ist besonders geeignet für Patienten, die unter einer PVC-Allergie leiden, eine Nasenbrille wünschen, die auch bei Kälte weich bleibt, es angenehmer finden, eine Silikonnasenbrille statt einer PVC-Nasenbrille zu tragen, eine Nasenbrille länger verwenden möchten, denn Silikon hält länger als PVC, der unangenehme Geruch von PVC stört, Angst haben, dass die Weichmacher in den PVC-Nasenbrillen eventuell krebserregend sein können oder einfach eine Alternative zu einer PVC-Nasenbrille suchen, deren Entsorgung weniger umweltbelastend als PVC ist. Ein kleiner Nachteil könnte sein, dass Silikon die Tendenz hat, Statikelektrizität zu sammeln und deswegen Staub anzuziehen. Dadurch, dass das Silikon eine etwas klebrige Oberfläche besitzt, kann es sein, dass diese im Haarbereich heften bleibt. Silikon nicht die Stabilität hat wie PVC und deswegen werden die Silikonschläuche immer etwas größer sein. Falls wir Interesse an der Silikonnasenbrille wecken konnten und Sie weitere Informationen wünschen, schicken Sie uns eine kurze E-Mail oder rufen Sie uns an.